Ich kann sagen, wir alle sind natürlich betroffen von den Vorfällen, die jetzt rund um das Spiel in Dortmund stattgefunden haben. Und ich habe auch vollstes Verständnis für Spieler, Trainer und alle, die direkt natürlich dort beteiligt waren, dass sie da schwer getroffen sind und auch mitgenommen sind. Das ist nichts, was du einfach mal so geschwind abschüttelst. Und deswegen finde ich es auch zum Beispiel überhaupt nicht passend, dass wir vor dem sehr für uns sehr wichtigen, aber auch sehr brisanten und sehr spannungsgeladenen Nordderby jetzt irgendwelche Kampfansagen oder ähnliche Dinge machen, sondern ich wünsche mir für diese Partie eigentlich ein Fußballfest, ja, dass zwei tolle Clubs jetzt aufeinandertreffen, die eine fantastische Rückrunde gespielt haben, beide Mannschaften. Und die sich sportlich dort messen, in sehr guter Formlage beide Teams sind. Und es soll ein Fest des Sports werden und ein Fest des Fußballs. Ja. Das ist für mich ganz wichtig. Und deswegen würde ich da auch jede irgendwie Kraftansage oder Kampfansage irgendwie vermeiden, was das angeht, weil wir sollten dort schnell unseren Fußball wieder in den Mittelpunkt stellen. Weil es ist nach wie vor die schönste Nebensache der Welt. Ja, auch wie gesagt, wenn man solche Ereignisse, wie sie dort stattgefunden haben, uns natürlich dann auch erschüttern, das ist doch klar.